Das Internet ist mal wieder voll mit Kritik an Disney, Star Wars Art, Storytelling zu betreiben. Dinge komplett zu ruinieren, die damals in den alten Filmen von George Lucas eingeführt wurden. Einer dieser Dinge ist beispielsweise, warum jemand wie Reaver oder der Great Inquisitor den Stich mit dem Lichtschwert in den Bauch oder Oberkörper überlebt, Qui-Gon Jinns Tod, aber einer der wichtigsten Tode in dieser Star Wars, in der ganzen Star Wars Franchise eigentlich, trotzdem stattfinden musste. Eine ähnliche Diskussion gab es schon mal damals, als die Machtheilung eingeführt wurde in den Live-Action-Serien und dann später auch in Episode 9, wo ebenfalls gefragt wurde, warum wurde Qui-Gon nicht von irgendwem aus dem Jedi-Orden wieder zum Leben erweckt oder eben geheilt mit dieser Fähigkeit. Und das Interessante ist, die Erklärung dafür, obwohl so viele Leute sich darüber Gedanken machen und fragen, die ist tatsächlich in George Lucas' Film, nicht mal in den Sequels, nicht mal in den Disney-Ära-Dingen. Wir gehen also heute nicht in die Cartoons oder Animationsserien, wir gehen nicht in die Comics oder die Bücher oder irgendwelche anderen neuen Erklärungen, nein, wir gehen nur dahin, was George Lucas uns in seinen ersten 6 Filmen erzählt hat und können dadurch erklären, warum Qui-Gon Jinn sterben musste und die anderen Charaktere, die jetzt den gleichen Tod theoretisch hätten sterben müssten, überlebt haben. Mein Name ist Luke, das hier ist Nerd Factory und wenn ihr diesen Kanal mögt und uns supporten wollt, dann geht doch mal auf nerds.lol/merch und holt euch dieses fantastische Wanted-Design, was wir in Anlehnung an die Serie entworfen haben. Das gibt es nämlich jetzt nur noch bis zum Ende der Serie, bis Ende diesen Monats und danach ist es für immer aus dem Shop verschwunden. Also schlagt am besten jetzt zu. Wir haben auch gerade noch den Summer Sale, auch der geht nur noch bis Ende des Monats und da könnt ihr mit dem Code NERDSUMMER nicht nur 10% sparen, sondern spart auch noch Versandkosten. Ansonsten gehen wir doch mal ganz kurz das YouTube-Gelaber durch. Hey, habt ihr den Kanal schon abonniert? Was? Nicht? Was soll denn das jetzt hier? Runter, Abo drücken. Drückt doch gleich den Like-Knopf, wenn ihr eh da unten seid. Und ich weiß, ihr seht mich gerade nicht mehr, aber ihr hört mich noch. Hey, schreibt doch mal da unten rein. Oh, ah, ich habe hier so ein Stechen im Bauch. Ah, ich weiß gar nicht, wo. Oh, ah, das ist richtig ein heißes Stechen. Ah, aua. Denn damit supportet ihr uns ganz direkt und sorgt dafür, dass dieses Video im Algorithmus besser funktionieren könnte. Aber genug davon, legen wir doch mal los. Ja, die Kritik an Disney Star Wars ist sehr, sehr groß, an vielen verschiedenen Stellen. Ob man jetzt von kommerziellen Punkten ausgeht, die natürlich sehr ausgeschlachtet werden, andererseits aber auch von George Lucas zu Beginn schon sehr ausgeschlachtet wurden mit den Mitteln seiner Zeit, andererseits aber natürlich auch gerade mit Storypunkten, die vielen Leuten nicht gefallen, wo viele Leute sagen, George Lucas würde sich im Grabe herumdrehen. Die Machtheilung oder eben das Überleben von jetzt Reaver und dem Great Inquisitor durch diesen Stich in den Bauch sind Dinge, die definitiv auch so referenziert werden von Leuten, die sagen, mir ist das alles egal, die Filme sind das Einzige, was für mich existiert, vielleicht noch die Live-Action-Serien. Und genau für diese Leute, und ich weiß, dass viele von euch auch da sicherlich mit dabei sind oder vielleicht über dieses Video gestolpert sind, genau für diese Leute möchte ich das heute einmal erklären. Denn ja, George Lucas hat im großen Konsens seiner Mythologie genau die Erklärung dafür geliefert, warum Reaver und der Inquisitor überleben und Qui-Gon nicht. Aber fangen wir nochmal ganz kurz bei der Machtheilung an, denn auch die ist ein wichtiger Punkt. Sie wurde hier nicht eingesetzt. Das ist die Machtheilung, die wir aus Episode 9 und aus The Mandalorian Staffel 1 kennen, von Grogu und von Rey und von Ben angewendet, die findet hier nicht statt. Das ist nicht der Grund, warum der Inquisitor und Reaver überleben. Und damals, als sie das erste Mal gezeigt wurde, 2019, war die Frage auch groß, warum hat das niemand bei Qui-Gon gemacht? Denn Qui-Gons Tod ist ja ein sehr wichtiger und ausschlaggebender Punkt für die komplette Skywalker-Saga. Und die Erklärung, die bekommen wir tatsächlich in Episode 3, die Rache der Sith. Denn wo in den Originals nicht so viel über die tatsächliche tiefere Philosophie der Jedi geredet wurde, erfahren wir gerade in Episode 3, aber auch in Episode 2 sehr, sehr viel darüber, was der Jedi-Orden zu seiner Hochzeit wirklich, wofür er stand und was die Ideale dieses Ordens einmal waren. Eine Szene ist hier ganz besonders wichtig, und zwar die, in der Anakin Yoda von seinem Traum erzählt, von seiner Vision erzählt, wie eine ihm nahestehende Person, er verrät natürlich nicht, dass er mit Padme verheiratet ist, sterben würde und dass er das gerne verhindern würde. Death is a natural part of life. Rejoice for those around you who transform into the Force. Mourn them do not, miss them do not. Und hier sagt Yoda, dass der Tod ein natürlicher Bestandteil
des Lebens ist. Dass die Jedi in ihrem Orden niemanden trauern. Ein Jedi trauert nicht. Ein Jedi freut sich für die Person, die gestorben ist und eines mit der Macht wurde nach ihrem Tod. Denn das ist die Ideologie der Jedi. Nach ihrem Dafürhalten wird jeder, der stirbt, ein großer Teil der kosmischen Macht und ist damit Teil des großen Ganzen. Und das ist natürlich das, was sie auch anstreben. Ihr Sinn, ihre Idee ist es, wirklich in die Macht überzugehen und die Macht vollends zu verstehen. Sie sind quasi fast schon Leute, die sich eher auf das Jenseits konzentrieren und im Diesseits eben nur versuchen, so viel Gutes zu tun wie möglich. Da spielen verschiedene religiöse Punkte rein. George Lucas hat da ganz viele Sachen zusammengewürfelt. Aber es ist so eine Mischung aus, wenn du ein gutes Karma hast, aber eben auch die Geschichte, wenn du gute Dinge tust, dann kommst du in den Himmel. Und das ist quasi so, wie die Jedi das eben auch sehen. Sie tun Gutes, sie kämpfen für das Gute, sie verteidigen Schwächere. Aber wenn jemand stirbt, ist das für sie, obwohl sie so mächtig sein können mit der Macht, ist es für sie etwas Widernatürliches, irgendetwas dagegen zu tun, dass diese Person tot ist oder tot bleibt oder eben stirbt. Und dann kommen wir auf den anderen Punkt, auf Sidious, ganzes Zitat von Darth Plagueis den Weisen, die Tragödie, die er in dem Moment erfindet, weil er ja selber die Tragödie ausgelöst hat. Also niemand hat das geschrieben, außer er. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Und hier sagt er selbst, dass die dunkle Seite der Macht ein Weg zu Dingen ist, die von einigen als unnatürlich betrachtet werden. Die einige, die er meint, sind definitiv unter anderem auch die Jedi. Es geht hier darum, den Tod zu verhindern oder rückgängig zu machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt von dieser Tragedy. Wir wissen natürlich jetzt inzwischen, wenn wir 7, 8 und 9 betrachten, oder vor allem nur 9 betrachten, weil es sich so anfühlt, als ob 7 und 8 damit nicht so wirklich was zu tun hatten, dass die Wiedererweckung von Palpatine damit auch gemeint ist und eben das Übertragen, das ist also der Essenztransfer von sich in einen Klonkörper oder in einen anderen Körper generell. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Da ist noch ganz viel Mythologie da hinzugekommen. Diese Geschichte ist ja eine ältere Geschichte aus dem Expanded Universe, aus Comics und aus Büchern. Und wie gesagt, darüber reden wir jetzt nicht, wir reden nur über die Filme. Und in den Filmen kriegen wir also ganz eindeutig gesagt, worum es den Sith geht und worum es den Jedi geht. Den Sith geht es darum, so lange wie möglich so viel Macht wie möglich zu haben und das mit allem, was man quasi an Weltlichem an sich reißen kann. Die Sith sind eine sehr weltliche Religion. Die Jedi hingegen sind sehr darauf konzentriert, was nach dem Tod mit ihnen passiert, was das größere Ganze ist. Das Leben selbst oder ihr Leben selbst ist in dem Fall nicht der wichtige Punkt, sondern die Tatsache, was die Macht will, der Wille der Macht. Und wenn jemand stirbt, ist das nach ihrem Dafürhalten der Wille der Macht, selbst wenn diese Person von einem Sith Lord getötet wird. Und genau deshalb kam es für den Orden überhaupt nicht in Frage, eine Fähigkeit zu benutzen, Qui-Gon wieder zum Leben zu erwecken. Und jetzt kann man sagen, aber Qui-Gon war doch jemand, der dem Orden und gerade so dem Rat nicht unbedingt immer unterstand und der sowas gemacht hätte. Und da stimme ich vollkommen zu. Qui-Gon hätte die Machtheilung, sofern er davon wusste, dass das geht, eingesetzt. Der Knackpunkt hierbei ist aber, dass diese Fähigkeit sehr wahrscheinlich niemandem im Orden beigebracht wurde. Es ist eine verbotene Fähigkeit, die vermutlich nie wirklich gelehrt wurde. Aber warum können Grogu und Rey diese Fähigkeit jetzt einsetzen? Weil Grogu und Rey gleichermaßen nicht Teil des Ordens sind. Sie sind niemand, der die Macht nach einem gewissen Training benutzt, sondern Reys ganzer Charakter-Arc ist ja, dass sie sich das meiste davon selbst beibringt. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt von Reys sehr, wenn es auch an manchen Stellen durcheinander ist, aber sehr, sehr konfusem Charakter-Arc. Der Punkt von Reys Charakter-Arc ist, dass sie die Macht natürlich einsetzt, dass sie nicht anhand von der einen oder der anderen Doktrin benutzt, dass sie nicht versucht, einem gewissen Pfad zu folgen, der in eine ganz bestimmte Richtung geht, wie beispielsweise Ben das tut, in die Richtung eben der dunklen Seite und versucht sich zu zwingen, nur diese Seite zu machen. Denn Rey benutzt alle Seiten gleichmäßig, sie ist quasi in der Balance. Das ist so ein bisschen das, was versucht wurde, in Episode 8 anzureißen und nie wirklich dann übernommen wurde in Episode 9 und dann wurde das alles ein bisschen durcheinander gerissen. Aber der Grundgedanke von Rey
wie ihr Charakter sich entwickelt, ist, dass sie die Macht natürlich von sich aus einsetzt, ohne Training. Und viele Leute stört das, natürlich, aber das ist der Grund, warum sie die Machtheilung benutzen kann. Weil sie eben nicht versucht, irgendwelche etablierten Machtdinge zu benutzen, sondern sie macht das, was sie in diesem Moment gerade machen muss oder will, um sich zu schützen, um ihre Freunde zu schützen. Und sie nutzt die Macht einfach wie eine Erweiterung ihres eigenen Körpers, statt einer Abfolge von Dingen, die sie gelernt hat, die sie dann einsetzt. Das macht sie an manchen Punkten schwächer, an manchen Punkten aber eben auch stärker. Und das Gleiche macht Grogu ebenso. Grogu hilft Leuten, die ihm helfen, hilft Leuten, die ihm zumindest kurzzeitig nahe stehen, um eben Machtheilung, das Schweben, das Würgen einzusetzen. Er macht keine bestimmten indoktrinierten Abläufe. Und genau deswegen wurde Machtheilung eben nicht bei Qui-Gon angesetzt. Und er selbst könnte sich auch nicht selbst heilen, denn wie wir ja in Episode 9 auch sehen und auch in The Mandalorian, ist die Machtheilung auch ein Transfer von Lebensenergie, also von der Living Force aus seinem eigenen Körper in den Körper des anderen. Das heißt, dich selbst kannst du nicht heilen, weil das funktioniert nicht. Du kriegst quasi die Lebensenergie von jemand anderem geschenkt. Er opfert einen Teil von sich auf. Deswegen stirbt Ben auch am Ende, weil er seine komplette restliche Lebensenergie in Rey fließen lässt, damit sie weiterleben kann. Und er ist tot. Aber so viel zur Machtheilung. Kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, warum gerade Reva und der Inquisitor überlebt haben. Denn das ist ja genau der eigentliche Punkt, um den es dann noch im erweiterten Sinne geht. Denn wenn sie nicht geheilt worden sind, wie konnten sie dann überleben? Also zum einen muss man sagen, wenn eine Person im Star-Wars-Universum einen fatalen Tod oder eine fatale Wunde erfährt, haben wir jetzt schon häufiger gesehen, dass Bacta-Spray und Bacta-Tanks da einiges bewirken können. Anakin ist natürlich das beste Beispiel dafür, aber auch er hat nur so lange überlebt, bevor er in seinen Anzug kam, bevor er in den Bacta-Tank konnte, weil er sich an der dunklen Seite festgeklammert hat. Und ja, das ist auch die Geschichte, wie Darth Maul überlebt hat, aber ich vermute, dass Leute, die jetzt ankreiden, warum die überlebt haben, auch Darth Mauls Überleben ankreiden würden. Deswegen will ich jetzt Darth Maul nicht als Beispiel nehmen. Wir könnten General Grievous als Beispiel nehmen, der nicht viel mehr als eine Lunge und ein paar Augen war, aber auch da möchte ich jetzt nicht zu sehr reingehen, denn auch seine Backstory ist in den Filmen nicht wirklich erklärt. Er ist halt einfach da. Aber wie der Inquisitor jetzt hier in der vergangenen Folge von Obi-Wan auch schon gesagt hat, Rache und Hass ist ein sehr guter Motivator, um weiterzuleben, um am Leben zu bleiben. Genau das ist die Backstory von Reva. Sie war so von Hass und Rachegefühlen erfüllt, als Anakin all ihre Freunde, ihre ganze Familie, den kompletten Jedi-Orden ausgelöscht und umgebracht hat, dass sie sich am Leben festklammerte. Nicht bewusst. Nicht, dass sie da saß und dachte, ich muss mich jetzt an der dunklen Seite festklammern, damit ich länger lebe. Nein, es ist ein natürlicher Prozess gewesen. Sie war von Hass erfüllt und konnte dadurch weiter leben. Ähnlich war es auch mit Anakin. Er hat nur so lange ohne Arme und komplett verbrutzelt gelebt und war noch bei Bewusstsein, weil er so tief in der dunklen Seite schon verankert war zu diesem Zeitpunkt, dass er eben so viel Hass empfand, vor allem auf Obi-Wan und auf sich selbst teilweise auch, dass er länger lebte. Das können wir aus dem Subtext definitiv von Episode 3 und allem, was danach passierte, rauslesen. Und jetzt eben bei den Inquisitoren, die ebenfalls auch schon sehr tief in der dunklen Seite verankert sind, macht es nur noch mehr Sinn, dass sie durch eben die dunkle Seite einem Weg, um Dinge zu tun, die einige als unnatürlich bezeichnen würden, wie wir ja schon gelernt haben von George Lucas, sich länger am Leben festhalten können, um zu überleben. Und ich weiß, Leute argumentieren jetzt damit, dass das unlogisch ist, dass Tode jetzt keine Bedeutung mehr haben würden, aber sind wir mal ehrlich, Dinge im Star-Wars-Universum an Logik aus unserer Welt festzumachen, ist sowieso eine schwierige Nummer. Ein Universum, in dem eine große Macht alles miteinander verbindet und das erlaubt, dass kleine grüne Frösche riesige Raumschiffe aus dem Sumpf heben können, dass Dinge telekinetisch bewegt werden können, dass Geistestricks angewendet werden können, bei manchen Spezies, bei manchen aber nicht, dass Lichtschwerter existieren können, die so lang sind und nicht die Atmosphäre anzünden mit ihrer Hitze, dass riesige Space Stations mit einem Laser einen Planeten in die Luft jagen, als ob man den kompletten Kern durch TNT ersetzen würde. Dass in Raumschlachten Dinge brennen und explodieren können mit Flammen und Geräusche da sind und von Raumschiffen ausgeht, obwohl es im luftleeren Raum kein Geräusch geben könnte. Und so weiter und so weiter und so weiter. Allein die Tatsache, dass alle miteinander verwandt zu sein scheinen, schon nur in den Filmen und ihr wisst gar nicht, was im Expanded Universe alles da noch los war, ist schon von meinem Dafürhalten Grund genug, ein bisschen die Logikschraube nach unten zu drehen, wenn wir Star Wars als Content uns geben.
Aber dennoch, wie gesagt, nur im Kontext von Episode 1 bis Episode 6 können wir von dem, was George Lucas in den Filmen uns mit seiner Mythologie erklärt hat, absolut erklären, warum Qui-Gon Jinn nicht durch Machtheilung gerettet wurde und warum Qui-Gon Jinn, der eben in der hellen Seite war und keine Rache- oder Hassgefühle empfand, weil er sehr ausgeglichen war, nicht den tödlichen Stich vom Lichtschwert überlebt hat, aber die anderen auf der dunklen Seite eben schon. Es ist zumindest eine Erklärung, die im Universe der Filme komplett funktioniert, wenn man sie denn sehen möchte. Wenn man sie nicht sehen möchte und trotzdem sagt, das ist doof, das ist natürlich schade. Das kann ich absolut verstehen, wenn man dann sagt, das überzeugt mich jetzt nicht. Aber dann gibt es halt keine Erklärung und dann finden die das halt doof. Viel mehr als zu versuchen, euch in-Universe Dinge zu erklären mit diesen Begrenzungen, die wir jetzt hier gesetzt haben, nur die Filme beispielsweise, kann ich nicht machen. Wenn wir wirklich in die Animationsserien, die Comics und die Mythologie dahinter gehen, die World Between Worlds beispielsweise, oder das aus dem Darth Vader Comic, als er tatsächlich in die Dimension der Macht reist und noch ganz viel verrücktere Dinge sieht, und was die Tempel und Momin und was weiß ich angeht, wenn wir zu Sith Alchemie kommen und den Zombie-Hexen von Dathomir, wird sowieso alles noch viel wilder. Also reden wir vielleicht gar nicht erst mehr in diesem Video darüber, sagen wir, das war's jetzt, das war die Erklärung, warum der Inquisitor und die Reva überlebt haben. Und damit danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, Rinjahorn.